Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oddworlds Apes Exodus. Wir probieren hier jetzt weiter in diesem Level, weil irgendwie will das nicht so, wie ich das will. Ah, das ist ja mal schon besser. Jetzt sind die hier auf jeden Fall mal eingesperrt, das heißt, die können uns nicht töten. Und damit haben wir schon mal einen entscheidenden Vorteil zu dem vorherigen Versuch, weil da sind wir ja ziemlich elendig umgebracht worden. Nein, einer ist wach. Und wir probieren das jetzt mal so. Locken die mal hier rüber. Ui, geh mir weg. Okay, das gibt wahrscheinlich so nichts. Nein, 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 das war klar. Das war klar. Wir müssen das irgendwie anders machen. Und ich glaube, ich habe auch schon eine Idee, was wir hier machen. Und zwar... kostet zwar uns etwas mehr Zeit, aber das müsste normalerweise funktionieren, falls meine Gedankengänge jetzt hier nicht komplett falsch liegen. So, zu. Gut, jetzt bewegen wir uns hier mal wieder zurück. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, weil wenn nicht, dann habe ich auch keine Idee. Dann machen wir einmal den hier. Machen wir auf. Und verziehen uns wieder. Gehen dann wieder hier hoch. Ihr wisst bestimmt schon, was ich vorhab. Hoffe ich jedenfalls. Und jetzt versuchen wir, den hinteren zu kriegen. Ich hoffe, das funktioniert. Nein, nicht du. Verdammt. Du da oben, dich will ich. Und dich krieg ich auch. Wunderbar. Quick Save. So. Und jetzt probieren wir das Ganze noch einmal. Dann kommt mal her. Wir streib euch jetzt wieder hier alle zusammen. Und dann... bam, 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 bam. Haha. So, und wenn wir es jetzt schaffen, die beiden hier wieder einzusperren, dann haben wir es eigentlich geschafft. So, kommt der Scrap hier unten mit. Das wäre gar nicht so schlecht. Oder wir müssen ihn jetzt erst wieder herholen. Safe. Ah! Ape wird hier zum Torero. Scrap Torero. Scrap Torero. So. Hui, hui. Gut, jetzt sperre ich euch hier mal wieder ein. Ach ja. Ich hoffe, dass die da jetzt auch hinten stehen bleiben. Damit die hinter dieser Schranke, die jetzt hier wieder hoch... ja, es ist stehen geblieben. Wunderbar. Pam. Hui, da muss man ja richtig nachdenken. Gut, aber wir befreien den jetzt oben. Nur haben wir dann einmal... eine Runde haben wir noch, in der wir uns hier ziemlich beeilen müssen. Wohl oder übel. Jetzt kloppen wir erstmal das Teil hier auf. Bam. Ach, und wir haben Unsichtbarkeit. Das ist natürlich perfekt. Besser geht's gar nicht. Weil wir jetzt in die Tür müssen, wo dieser Scrap eingesperrt ist. Das heißt, wir machen jetzt auf. Gehen dahin und rennen, was das Zeug hält. Dass wir an der Tür sind, bevor die Unsichtbarkeit weg ist. Soweit die Theorie. Hopp. So, Quick Save. Unsichtbarkeit. Und jetzt Beeilung. Und was für eine Beeilung hier. Wow.
Yay! Geschafft! Hooray! Applaus, Applaus, danke, danke. Gut, bleiben noch zwei Türen. Jetzt machen wir die da links. Und die, die ganz oben ist, machen wir ganz zum Schluss. Speichern und ab in die nächste Tür. Lade, lade, lade. Und da sind wir auch schon. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Scrap, von dem wir nicht Besitz ergreifen können. Gut. Hier ist noch einer. Na toll. Und hier ist gar nichts. Was will uns das Spiel damit sagen? Versuchen, den runterzulocken? Das funktioniert. Uiuiui. Oh, ja, der folgt uns ja wirklich. Oh, nein, 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 nein. Ja, schön auffressen hier. Oh, verdammt. Gut, aber das funktioniert so. Das wird schon. Mensch, auf nein, geht nicht. Komm schon, Scrap. Komm. Ja. Na, du sollst runterkommen. Komm runter. Ja, komm runter. Ja, komm. Komm, komm. Oh nein, 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 nein. Mist. Verdammter Mist. Verdammt seist du, Scrap. Wie machen wir das denn am besten? Am besten wäre natürlich, wenn der da ganz nach links läuft, wir da reinspringen. Okay, das war... das war eine schlechte Idee. Wie machen wir das am besten? Probieren wir es nochmal auf die Weise. So, komm. Komm her, Scrap. Ja, da ist er. So, schnell, schnell. Ja! Ja! Nein, ich quicksave lieber. Doch, ich quicksave. So. Der ist auf jeden Fall mal da unten. Gut. Das heißt, wir können jetzt mal in Ruhe uns hier rumbewegen. Und am besten wäre jetzt natürlich, wenn die beiden Scraps sich hier unten betteln würden. Aber da schätze ich die Wahrscheinlichkeit nicht. Ah ja, doch, die kämpfen. Wunderbar. Ha, komm schon eben, komm, 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 komm. Uiuiuiui. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Gut, wir haben es geschafft. So habe ich mir das vorgestellt. Weil die sich ja gegenseitig angreifen, sobald sie sich sehen. Es sind offensichtlich Einzelgänger. So. Hier geht es sogar noch weiter. Gut, hier ist ein Geist. Schauen wir mal. Und da unten ist ein Scrap. Na toll. Jetzt hoffe ich, dass wir nicht gerade bei dem rauskommen. Aha, wunderbar. Uah! Ah, Mist! Blödes Vieh! Gut, hier rein auf jeden Fall mal. Der rennt da unten in der Gegend rum. Wir müssen höchstwahrscheinlich das Teil zerschlagen. Holla! Hau bloß ab. Geh weg. Geh weg. Geh bitte weg. Hallo? Oh, komm schon. Okay, geht doch.
Ich habe ganz schön Respekt vor den Viechern. Boah. Ich bin ganz verschwitzt. Vor lauter Angst. Gut, wir quicksafen. Probieren mal unser Glück hier. Wir haben... Gut, wir haben zu lang gebraucht, aber das geht. Das geht definitiv. Probieren wir es nochmal, weil ich an dem Schloss vorbeigelaufen bin. Aber falls ich da perfekt dran... Nein. Genau das wollte ich nicht. Das war böse. Bam. So. Genau so wollte ich das. Boah, jetzt ist die Tür hier oben mal offen. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Scrap jetzt auch wirklich wieder auf den linken Bildschirm rennt, damit wir da wieder hoch können. Okay, dann quicksave wir mal. Und hoffen. Ja. Gut, hätten wir das auch geschafft. Mal schauen, ob jetzt noch ein Level kommt oder ob wir wieder in dem großen Türraum sind. Wir sind in dem... noch einem Level. Menno. Das ist doof. So, da unten ist ein Scrap. Hier ist gar nichts. Toll. Ist ja ganz toll. Ganz toll. Brauchst dich gar nicht aufregen. Ich bin nicht schuld, wenn du hier gegen die Wände rennst. Boah. Was ist denn jetzt los? Trollalala. Ach, da ist nochmal einer. Was zum Teufel? Hm. Wenn wir da mit so ein Ding reinspringen, sind wir doch sofort tot. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie wir das am besten machen. Gut, ich würde sagen Quicksave und dann lassen wir uns einfach mal in diese Röhre hier reinfallen. Ah, okay, und dann kommen wir hier oben raus. Ist schon mal nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Okay, der verfolgt uns ziemlich schnell. Oh oh. Uah. Ja. Ist klar. Das war jetzt doof. Ach komm schon, geh weg jetzt. Verschwinde! Geh wieder in deinen Bildschirm. Resette dich. Ach komm schon. Mach. Geh zurück. Geh zurück. Geh schon. Oh, das darf nicht wahr sein. Hallo. Wir müssen das anders machen. Das geht so nicht. Mann. Das war doof. Gut, hüpfen wir da nochmal rein. Probieren den ganzen Rotz nochmal aus. Gut, lauf bitte nach rechts. Bitte, lauf nach rechts. So, ist gut. Ja, genau so wollte ich das. So, und wenn wir das... Ja gut, ich beende jetzt mal den Part. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.